Hier wird mal locker gegen den Verkehr gefahren, alles möglich hier, kein Problem. Filmen geht auch, mitten in der Hölle von Bangkok. Ich bin angekommen am Hattusak Park oder auch Rotfai Park, keine Ahnung welcher Name jetzt richtig ist. Auf jeden Fall geht es hier rein. Das ist die Straße zum Park und das ist dann der Teil 3 der Videoserie mit den Parks in Bangkok. Schauen wir uns den mal an und danach schauen wir uns vielleicht noch den Königspalast an. Mal gucken, wie es von der Zeit aussieht, aber der ist ja auch nicht so groß und von daher dürfte das jetzt nicht so lange dauern. Aber anschauen tun wir uns. Los geht's. Links von mir ist schon der Park. Jetzt muss ich bloß einen Eingang finden. Ist auch lustig hier mit dem Radweg. Ne? Da bewegt sich alles, bloß keine Räder. Beziehungsweise steht rum. Irgendwelche Verkaufsstände hier mit Getränken, Essen, Fußgänger latschen hier rum. Also, ich glaube, ich war der einzige Radfahrer, der hier lang fuhr. Ist doch immer besser, die Straße zu benutzen. Das scheint wohl der Eingang zu sein. Zumindest sieht es so aus. Wir gucken mal. Auch recht gelangweilt. Sind seine Pflichten nicht gerade wahr. Aber gut. Bei der Hitze ist er verständlich. So, hier geht's los. Der ist zumindest offen. Es gibt eine schöne Bike Lane hier. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Oh, 20 Speed Limit wieder. Mal schauen, ob sich der Frankenpedaleur daran hält. Mal gucken. Ja, hier ist wenigstens schön schattig. Oh, herrlich. Kühl, wunderbar. You had it, you had it, oh boy.
man darf hier sowieso nur in eine Richtung fahren, im Uhrzeigersinn. Somit ist Gegenverkehr ausgeschlossen, aber von der Seite kann doch immer mal jemand rausflutschen. Ja, und manchmal muss man über Bretterbrücken drüber und den Lenker festhalten. Also man ist vor Überraschungen nicht gefeit und man muss immer Obacht geben. Es kann jederzeit aus jeder Ecke irgendwas rauskommen oder ein unerwarteter Untergrund auftauchen. Oder sie eiern mit dem Rad von links nach rechts. Also da muss man immer ein bisschen Obacht geben. Aber ansonsten ist es schon mal recht schnucklig hier. Also gefällt mir. Kilometer 0, hier geht's los. Ich bin anscheinend irgendwo anders eingestiegen und dann hat man 3 Kilometer Rundkurs. Und Amazon hat sogar einen Kaffee hier. Nee, das ist nicht Amazon, das ist eine Kaffeekette hier. Basketball-Court gibt es hier. So, Tennis kann ich auch spielen. Bis momentan spielt hier überhaupt keiner. Aber ich bin mir sicher, irgendwann spielt hier jemand. Da ist doch mächtig was los hier in dem kleinen Park, hätte ich so gar nicht erwartet. Sehr viele Radfahrer unterwegs, auch viele Kinder hier mit ihren Eltern oder halt auch so ganz normale Erwachsene, die halt ab und zu mal Rad fahren wollen. Die haben hier ihre Ruhe und werden nicht gestört vom Autoverkehr. Guck hier, die Kinder. Und ja, also ist mehr los wie im Lumpini Park. Da war weniger los, obwohl er eigentlich zentraler liegt, bekannter ist und ja auch größer. Aber der hier scheint dann doch irgendwie beliebter zu sein. Also ich finde ihn fast schon schöner. Also er ist sehr gepflegt und ruhig und ist auch für die Spaziergänger, glaube ich, ganz schön oder einfach nur die Leute, die relaxen wollen. Sehr viel Grün, alles sehr detailliert gepflegt. Wenn man hier mal guckt, akkurat geschnitten. Also kann man nichts sagen. Meine Empfehlung, sehr schön hier, wer hier mal mit den Kids irgendwie fahren will. Schnappt sich seine Räder und dreht hier ein paar Kreise und hinterher geht es auf einen Kaffee irgendwo in eine Bar und einfach mal die Seele baumeln lassen. So, hier gibt es einen Kaffee und Essen und hier sind wir dann auch schon wieder am Anfang, wo Kilometer 0 ist. Also hier ist noch Kilometer 3, das ist hier die Dschungelbar oder was auch immer, und hier vorne ist Kilometer 0, da geht es dann los. Und hier ist wohl der Haupteingang. Ich bin aber irgendwo anders reingekommen. Und ja, spazieren gehen, wie gesagt, kann man hier auch in der Mitte vom Park. Ja, schön. Meine Empfehlung. Also wer sich fragt, warum hier so alte, verrostete Dampfloks und Waggons hier rumstehen,
Das war, habe ich jetzt nachgelesen, früher der Golfplatz der staatlichen Bahngesellschaft. Und der wurde dann irgendwann umgewandelt zu einem Park für die Anwohner hier des Stadtteils. Und deswegen stehen hier noch so alte Loks und Waggons rum. Einfach, ja, keine Ahnung, so als Wahrzeichen vergangener Tage. Und jetzt ist es ein wunderschöner Park für die Anwohner, wo man sich erholen kann. Ja, und die Mädels, die hier für Instagram posieren, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Kokosnüsse. So, ich verlasse jetzt den Park wieder, beziehungsweise habe ihn schon verlassen. Bin jetzt dreimal rum, glaube ich. Und ich schaue jetzt mal, dass ich noch zum Palast komme. Mal gucken, was da so los ist. Und ja, dann schauen wir mal, was uns noch so vor die Linse fällt oder auch nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder durch die Stadt Richtung Königspalast. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier am Display, aber Temperatur sind 42 Grad übrigens, wenn es so stimmt. Auf jeden Fall über 30. Irren Fahrt durch Bangkok bin ich jetzt hier in der Altstadt bzw. Königsviertel. Alles voller Militär und Polizei und was weiß ich alles. Paläste und Tempel, aber jetzt geht es erstmal in die Khao San Road. Das ist so diese Straße, wo das Nachtleben stattfindet, wo eigentlich zu normalen Zeiten immer viel los ist. Also zu normalen Reisezeiten. Jetzt am Nachmittag ist da eh nicht viel los. Ich weiß nicht, wie es momentan abends aussieht, aber normalerweise ist da proppenvoll. Gibt's alles Mögliche, kannst Skorpione essen oder so ein Zeug. Ich fahre da jetzt mal durch, schaue es mal an und zeige euch, wie es da momentan so aussieht. So, das war die Khao San Road. Ja, war jetzt nicht so viel los, ein bisschen schon, aber nicht die Welt. Abends ist vielleicht mehr los. Ich kenne es ja bloß aus Videos, ich war selber noch nie dort. Keine Ahnung, wie es da abends zugeht. Ja, ist vielleicht auch der Zeit geschuldet momentan. Ich fahre jetzt mal weiter Richtung Grand Palace und das war's dann. Das ist dann der letzte Punkt auf der Liste. Und dann geht's wieder zurück. Und dann warst du ja auch schon gewesen hier mit diesem Video. Komm, wir fahren nochmal durch.
Jetzt sind wir im Grand Palace. Vogel schreit. Jetzt drehen wir sich hier noch ein bisschen rum und dann geht es langsam wieder nach Hause. Und das war's dann mit dem Video. Ich sage jetzt schon mal ciao, ciao. Der Akku neigt sich dem Ende zu und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vorsicht, very gefährlich hier.